Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Gothic 2 Die Nacht des Raben. Ja, wie versprochen habe ich mein Fail von letztes Mal wieder korrigiert und wir machen einfach da weiter, wo ich letztes Mal verrückt bin. Ja, und da gibt's jetzt, ne, länger mal breit, ihr Scheißviecher. So, jawohl. So schön. Wir machen uns auch gleich auf den Weg dort runter. Also quasi jetzt einmal da rundherum. Hier müsste normal eh nichts mehr sein. Außer Viecher halt haufenweise dürfte echt nichts mehr sein. Deshalb hatschen wir gleich da so weiter. Hier unten. Da irgendwas? Ein Getier? Nee, das wären sicher schon längst angefallen. Also da oben schaut es hier auch recht sauber aus. Da kann ich mir vorstellen, dass noch was herumkrebst. Huch. So. Hier zum Beispiel. Da gab es ja auch Viecher. Nein, da ist nichts. Dann da hinten noch ein Stück zum Latschen. Mal schauen, vielleicht finden wir noch was an. Jedenfalls, wir schauen uns jetzt die zwei anderen Gebiete noch an. Ja, würde ich mal sagen. Das machen wir auf jeden Fall. Hallo, ihr Drecksviecher. Na komm, jetzt brauchst du da nicht so anstellen. Komm, Chaka. Nochmal, jawohl. Du auch. Chaka. Jawohl. So hat das auszuschauen. Einfach mal gesäubert das Ganze hier. Schön. Ich werde ja freilich auch noch ein Sprüngelein. Nein, da ist nichts, meine optische Täuschung. Halt doch da. Ich werde ja auch ein Sprüngelein nochmal zu den Wassermagiern gehen und nur mal eine Runde mich aufs Ohr hauen, weil ihr seht ja, ne? Schadenmäßig und so haben wir doch schon ein bisschen was kassiert. Und es ist ja nicht so fein, wenn wir so blutend und verletzt durch die Welt streifen. Das ist ja auch heldenunwürdig, würde ich jetzt mal so meinen. So, wie schaut es da unten aus? Aha, Heuschrecken haben wir viele. Ja. Aha, Varan. Komm da hier. Bäm. Zack. Jawohl. Das war's auch schon. Sehr schön. Da vorne haben wir Goblins. Jo, Krieger nehme ich auch noch. Batsch. Komm. Batsch. Der nächste. Der nächste. Der nächste. Und fertig. War's schön. Schön looten. So. Und hier auch noch. Perfekt. Dann hatschen wir. Halt, was war da? Ach so, nur der Krieger, ne? Ja, ja. Dann laufen wir fix darauf noch. Wir könnten ja auch kurz shoppen gehen. Fällt mir gerade ein. Kronos, ne? Ach so, der war jetzt... War der jetzt in der... Nein, das war Myrix, ne? Bei Kronos noch schnell was einkaufen. Das wäre sicher auch nicht ganz verkehrt. Und dann rennen wir einfach da wieder den Weg lang. Und schauen mal, welches Getier wir da noch finden. Da ist, glaube ich, Kronos, ne? Ja, hallo. Hey, you. Wir möchten gerne shoppen. Lass uns handeln. Ja, nämlich das wollte ich gerade kaufen. Die besseren Tränke auf jeden Fall. Dann nehmen wir alles mit. Die hier auch gleich. Macht zwar jetzt wieder einen Brenner, aber gerne nehmen wir das mit. Schwere Wunden heilen 200. Das haben wir auch noch über. Das kaufen wir gerne. Was haben wir hier? Leichte Wunden heilen. Ja, das kostet nicht viel, das nehme ich auch noch gerne mit. Was haben wir hier? Mittlere Wunden heilen, das nehme ich auch noch gerne mit. Großer Feuersturm, nö. Nein. Ich glaube, das passt schon mal. Ich glaube, das passt schon mal. Wir können ja auch schnell mal hier ein bisschen Klumpert noch verkaufen. So. Ich glaube, das ist in Ordnung so. Hier sonst haben wir ja nichts. Was ist das für ein Gürtel? Ach so, ja. Da passt uns der, den wir anhaben, doch eh recht gut. Stärke, Kraft. Schaut, da können wir den einen können wir verkaufen. Wir haben eh den da, wenn wir wirklich Stärke brauchen sollten. Das ist auch fein. So, da ist sonst kein Krempel mehr. Ich meine, ja, okay, Krempel haben wir mehr als genug, aber passt schon mal. Danke dir, Kronos.
So, jetzt mal wieder ein bisschen eingedeckt mit wunderbaren Tränken. Gehen wir schnell schlafen. Ach, gute Nacht, ihr Lieben. Bis zum nächsten Morgen, Pen. Wunderprächtig. Und das Gemetzel kann schon frisch fröhlich weitergehen. Aber zuerst tun wir wieder mal speichern. So ist fein. Und weiter geht's. Dam, di, da. So, schön darüber. Dann haben wir ja auch... Dann hätten wir es ja, glaube ich, schon so gut wie überstanden. Eigentlich. Der Canyon ist fertig, der Sumpf ist fertig. Bei den Piraten sind wir so gut wie fertig. Wow, Vorsicht. Oh, ui, passt. Nichts passiert. Da schaue ich nur ein Stückchen darüber. Ich meine, normalerweise bräuchte ich nicht. Wie komme ich wieder daher? Lass mal. Oh, da schau mal. Jo, was haben wir da? Noch ein Goblin-Krieger. Komm her. Du bist kaputt. Na, na. So. Wow. Ha, das hat jetzt gut ausgeschaut. Geschaut. Was? Da sind wir auch fertig. So. Na, Goblin-Kriegerle. Okay. Passt so. Dann die blöden Heuschrecken. Wir müssen es jetzt nur zu diesem Einsiedler da schaffen. Dort gibt es ja wieder ein neues Bettchen. Also neues nicht, der hat halt eins, wo wir uns dann gescheit hinlegen können und uns quasi wieder regenerieren dürfen. Bäm! Weg mit dir, Mistviech. Passt. Ja, mit deinem Kopf. Ja. Feuerwarane. Ja, oder zumindest einer mal. Da tun wir auch gleich wieder speichern. Zwar hierauf, jawohl. Ja, ich weiß, es ist halt gerade nicht sonderlich spannend. Ihr brennt sicher auch schon auf den Endgegner. Aber wie gesagt, ich will mich da wirklich... Wow, aua! Ich will mich da echt gut vorbereiten dürfen. Bäm, weg ist er. Boah, ich liebe unsere neue Rüstung. Schaut mal, fast keinen Schaden bekommen. Obwohl wir dann direkten Feuerschaden jetzt kassiert haben. Naja, ich möchte halt wirklich... Ich möchte gut vorbereitet sein. Das ist mir selber ein Bedürfnis. Aha, da habe ich vergessen zu looten. Sauber. Das ist wieder typisch ich. Ein paar Pfeile. So. Her damit. Das dürfte alles sein. Ist da hinten noch was? Nein, aber hier haben wir ein Blauflieder. So wie hier. Dann sind wir hier, glaube ich, auch schon fertig. Jupp. Dann geht es da runter. Weiter. Ja, und wie gesagt, wir brauchen dazu ganz viele Erfahrungspunkte. Im schlimmeren Fall, sage ich jetzt mal, müssen wir auch noch Stärke trainieren. Wobei trainieren unter Anführungszeichen, da werden wir dann schon eher uns Stärke-Sachen ausrüsten. Ganz ehrlich gesagt. Ja, ja. Da frisst... Ach so, ja, das sind diese Grasland-Schnappis, sage ich, Scavengers. Wow, da ist noch einer. Alter. Aber ich finde, die schauen schon cool aus. Die gefallen mir vom Design her. So. Ich würde jetzt, ehrlich gesagt, würde ich sogar lachen, wenn jetzt dort, wo wir... Nix? Da ist nichts zu plündern. Nirgendwo? Da ist nichts zu holen. No, dann ist es nichts zu holen. Ich würde ja, ehrlich gesagt, lachen, wenn wir dort, wo jetzt die Orks waren, wenn wir da auf Echsenmenschen treffen würden, dass wir einerseits... Irgendwie interessant, aber nein, da ist alles frei. Gut, dann werden wir zuerst die Seite da unten machen. Werden wir die zuerst kontrollieren. Und dann gehen wir zurück zu der Seite, beziehungsweise lassen wir uns von unten da wegbohren. Ja, so ungefähr. Das ist mal mein Plan. Schauen wir mal. Ich hoffe, das haut einigermaßen hin. Ich könnte auch mal... Aha, da ist schon was. Ich wollte nämlich gerade speichern und vorschlagen, dass ich dann kehrt Marsch mache, wenn da nichts ist. Aber was haben wir da oben schon? Was kommt uns da entgegen? Ein Drachenschnappi. Komm her, du Mistvieh. Und Katschanka. Aus ist. So, haben wir da drüben? Da drüben liegt ja was. Warum habe ich das nicht gelootet? Oder ist das jetzt neu? Lederbeutel, Trank,
Trank, Lederbeutel. Oh. Passt. Da haben wir noch was. Waldbeere, rostiges Schwert. Hm. Pfui, das war jetzt echt schlecht von mir. Habe ich das gar nicht mitgenommen beim ersten Mal. Was ist da noch? Nicht ja, der so. Drachenschnapper, ja. Da oben scheint kein Viech zu sein. Wir können aber trotzdem mal raufschauen, weil wenn ich schon so ein Schussel bin, ne? Nichts leichter wie das, dass ich da noch was übersehen habe, was Tolles. Nein, aber zwei Drachenschnappis. Die nehmen wir auch mit. Bam, bam, bams. Und jetzt du. Katschanga. Und bam, zack, brack, boom. Und aus ist mit dir. Perfekt. Wie gesagt, es wäre halt echt schade, wenn wir die nicht mitnehmen würden. Wir haben ja immerhin schon ein Level up, dürfen wir uns ja schon unser eigen nennen. So, da ist nichts, ne? Nein. So, weiter da entlang. Ich mache den Part hier auch wieder ein bisschen extra lang. Ja, bitte vergebt es mir. Ich will nur, dass wir solche Sachen eben recht rasch über die Bühne bringen können, damit wir in der Story dann uns wieder ein bisschen entspannen dürfen. Schrägstrich können. So. Ist hier irgendein Ungeziefer, das über den Jordan gehen möchte? Da hinten vielleicht was versteckt? Hm? Nö. Dann gehen wir da weiter runter. Jetzt haben wir bald das nächste Herrenhäuschen entdeckt. Aber fragt mich bitte nicht, wie man dort drüben auf die eine Seite kommen soll. Ich habe keine Ahnung. Es ist das zwar so ein komischer Schimmer, ne? Als wenn es da einen Teleport oder so geben würde, da drüben, ne? Ich habe keine Ahnung. Ehrlich nicht. So. Ich werde mal kurz speichern. Nicht, dass ich wieder von irgendwas geplättet werde. Und mich das wieder Zeit kostet. Seht ihr da drüben, ne? Da müsste doch irgendwie was geben. Es gibt da so einen komischen Lichtstrahl. Ich meine, ich habe es schon mal gesehen. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wo. Ich weiß, Profi, ne? Da, Profi. Hallo. Ah, da drin ist, glaube ich, jemand. Oh, ein Feuerteufel. Zwei Feuerteufel. Bitte stirb schnell. Wow. Alter Schwede. Komm, du kannst ruhig Katschanga machen. Katschanga. Jawohl. Jawohl. Alter, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe jetzt gedacht, das ist ein Zombie oder irgendwas so, ne? Dass es aber jetzt Feuerteufel sind, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber die sind schön gestorben. Allesamt. Boah. Ich mach mal Licht. Voll die Action. Yay, ne? Das lief abenteuerlich, aber doch nichts super. Zu plündern. Nichts zu holen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Schön gemacht. Also wir, ne? Ist ja ganz klar. Wir haben das super hinbekommen jetzt. Aber da habe ich doch alles gelootet, ne? Dabei, ich schaue nochmal kurz nach bei einer Probe. Ja, ja. Bei einer Probetruhe, da ist alles. Passt. Sehr schön. Leute, das war super. Fein, fein. Hervorragend. Das heißt, wir hatschen jetzt da die andere Richtung lang. Das war das jetzt deutsch? Ich hoffe. Und ich werde das jetzt auch schneiden, damit ihr den Laufweg nicht so jetzt da ertragen müsst. Also wir hören uns wieder, wenn wir bei diesem Einsiedler da sind, dem wir damals die Piratenrüstung gegeben haben. Also bis gleich. Herzlich willkommen zurück. Wir sind jetzt hier bei dem Eremiten, dem wir unsere Piratenrüstung gegeben haben und ruhen uns mal ein bisschen aus. Das war immerhin ein anstrengender Kampf, den wir gerade hatten. Und somit frisch gestärkt und ausgeruht schauen wir uns die nächsten zwei Gebiete an. Das da hinten, dieses Gebiet lasse ich mal über, denn da schließt sich der Kreis zu den Piraten. Das heißt, ich begebe mich mal hier runter bis zu dem Herrenhäuschen. Und schauen wir mal, was wir hier Schönes an Gegnern da kriegen. Gibt es da drüben noch Harpien? Nein, aber Drachenschnappis. Oh, die kommen schon. Ich speichere das jetzt mal nicht. Nicht, dass der jetzt runterfällt. Boah, Glück gehabt. Ich wollte nämlich nicht, dass der runterfällt. Ui, ui, zack, brack, boom, crash, chepper. Jawohl. Aufs Goschen. Ja, so ist schön.
einmal Drachenschnappi. Und noch ein Drachenschnappi. Sehr fein. Und weiter geht's in diese Richtung. Jetzt können wir aber speichern. So. Dann ein gesunder Spielstandsspeicher-Dingens. Und weiter geht's. Da drüben war ja der Schamantrottel, ne? Aber viechermäßig scheint's hier nichts dabei zu geben. Wo langsam? Nein. War ich da hinten? Da schaut's ja sehr verdächtig aus. Nein. Ein paar Pilze. Und ein paar Heilpflänzchen. Pfui. Zocki, wie kannst du das nur übersehen? Schäm dich. Aber es war zum Glück nichts allzu Wertvolles. Also kein Lederbeutel oder so. Fein, dann hatsch mal darüber. Das waren ja wieder 800 Erfahrungspunkte. Wie gesagt, es ist halt schade, wenn man das übrig lässt. Also mir tut's im Herzen weh, ich sag's ganz ehrlich. Hört sich jetzt ein bisschen geschwollen an, ich weiß. Aber mir tut's trotzdem im Herzen weh, wenn man solche Sachen einfach liegen lässt. Ich zück auch gleich mal wieder mein Schwertelein. Und schau mal, was hier zu Hause ist. Welches ekelhaftes Getier. Auch nachdem uns schon nichts angefaucht hat. Dort hinten scheint auch nichts zu sein. Vielleicht im Herrenhaus drinnen. Und dann können wir auch schon wieder kehren. Huch. Na, Wah, Alter. War das gerade ein... Ja, es ist ein Drachenmage. Der muss zuerst weg. Passt. Wow. Ne? Da ist noch einer. Ich habe jetzt einfach nur Glück gehabt, ne? Komm her, du Saukerl. Hör auf. Zum Kasten. Wir sterben einfach. Halleluja. Da drin gibt es noch mehr viel. Da ist nichts zu holen. Irgendwas von nichts zu holen. Diesen Bastarden. Boah, ey, ne? Wenn der mich einfriert, habe ich es gerichtet. So ein Arschkopfenblöder. Da ist nichts zu holen. Du hast nichts, du? Jawohl. Noch ein Knochen. Liegt da sonst noch irgendwas rum? Schaut nicht aus. So, wieder die Waffe zücken. Und schön speichern. Ja, bitte. Und rein da. Achso, Licht. Und. Bloin. Jetzt da. Passt jetzt rein. Hallo. Komm her. Arschloch. Der nächste, komm da her. Feige Nudel. Bäm. Noch wer? Wer hat noch nicht genug? Scheint alles zu sein. Da vorne, glaube ich, ist noch wer, ne? Oder? Nein, schaut nur so komisch aus. Die bedrohliche Musik wieder. Die Bedrohung ist schon vorbei. Da. Meine ich. Schau mal, ob uns noch was in der Dunkelheit anhüpfen möchte. Nein. Sind wir fertig. Passt. Dann werden wir das Ganze jetzt wieder schneiden. Und wir hören uns wieder, wenn wir beim Eremiten sind. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück. Wir sind jetzt wieder beim Eremiten und wir nehmen jetzt den letzten Gang. Da, wo es zum damaligen Herrscher dieses Dals geht und wo wir quasi den Kreis schließen werden, zwecks Piraten und so, ne? Ist da oben nichts? Da haben wir gleich schon mal kontrolliert, ne? Da ist echt nichts. Da ist nur hier der Drachenschnappi hier, ne? Komm her. Bam. Boom. Clash. Schepper. Jawohl. Aufs Maul. Komm her. Und nochmal. Und nochmal. Stufe aufgestiegen. Sehr schön. Jetzt hat man es leider nicht gehört, weil wieder mal der Don da einen Schaden hatte. War man da drüben drin? Oder habe ich das übersehen? Eine Belia-Statue. Nein, das habe ich sicher übersehen. Geilo. Das heißt, wir können versuchen, die Klaue aufzuwerten. Ob es schon geht. 107 hat sie gerade eben gemacht noch. Also Schaden und so. Das habe ich sicher übersehen. Ja, habe ich. Okay. Vielleicht so? Verdammt. Ja, und offen ist sie. Schau mal, Zange, alte Münzen, da wird sie Vasili freuen. Und Steintafel mit Lebensenergie, Stufe 3. Wow. Nice.
Das ist gleich mal ein Speichern wert, ja? Na? Da seht ihr es mal wieder. Das bringt sich schon wieder etwas, dass wir uns hier die Mühe machen und alles nochmal ein bisschen absuchen. So, her damit. Jawohl, 15 Lebenspunkte dazu. Hallöchen, Belia, ne? Und so. Können wir unsere Klaue? Ja, bitte, möchten wir gern? Wow. Und tschü. Sie macht jetzt wie viel Damage? Wahrscheinlich 8, also 108 oder so. Tun wir mal looken. Und so ist es auch. 108 und 48 Bonusschaden. Sehr schön. Also Zusatzschaden halt. Skeletti? Da ist nichts zu. Ja, haben wir gelootet. Meine Güte, ich freue mich. Das ist schön, da haben wir immer eine tolle Pelia-Statue, wo wir uns nur hinporten brauchen. Das freut mich. Das freut mich wirklich. Wir gehen da jetzt einfach mal ein bisschen den Weg entlang, denn hier gab es vorher auch ein paar Viecher. Vielleicht knurrt uns jetzt hier irgendwas an, was gerne sterben möchte. Aber es schaut sehr friedlich aus. Also gehen wir mal ein bisschen darauf. Ja, ist halt leider so, ne? Nochmal ein bisschen hier rüber schauen. Hier lebt auch nichts. Nein. Gut, dann gehen wir darauf. Normal müsste ich hier nochmal rauf. Ja, ja, da ist schon was. Hallo. Komm her. Bam. Perfekto. Schön. Da können wir gleich nochmal speichern. Feine Geschichte. So, gleich wieder die Waffe ziehen. Aha, da oben ist den Goblins. Kommt's nur her, ihr dämlichen Viecher. Bam, zack, komm. Du hast verstanden, du auch. Fein, her mit dem Zeug. Nichts zu holen. So. Vielleicht ruht hier, vielleicht ist hier noch irgendwo ein Viech. Da ist aber nichts. Da drüben vielleicht. Oder da oben. Ja, ja, da oben ist ein Drachenschnappi. Aber schauen wir zuerst nochmal hier rein. Da haben wir diesen, ach, wie ist er schnell? Quahotron, ne? Aber hier ist alles gut. Bis auf unheimlich. Die Truhe, da haben wir auch geöffnet gehabt, das weiß ich noch. Da oben haben wir noch einen Drachenschnappi. Schnappilein, ja komm zu Papa. Naja, Papa, okay. Bam, unter Anführungszeichen. Fein, der hat jetzt ja was aufs Ohr, also aufs Goschal bekommen. Hui, jetzt rutschen wir da runter. Und? Na, komm, rutschen. Hui, ja, passt. Und wir können auch schon weiter hatschen. Ja, ne, so ungefähr, so wird ein Schuh draus. Das kriegen wir schon hin. Jetzt haben wir die Runde eh fast geschafft und können dann von hier verduften. Dann würde ich meinen, werden wir dann noch das Minental aufsuchen, das nochmal ablaufen. Das geht aber eh recht flott, weil es ist eh ein recht kleines Gebiet. Ich schätze mal im Großen und Ganzen so groß wie das hier, wie das Tal, würde ich mal meinen. Auf jeden Fall, ich bin sehr zuversichtlich, wir packen das schon. So, jetzt ist da irgendwo ein Golem, der stimmt mich an und schmeißt mich den ganzen Riegel da runter und in die Grube da hinten, also Grube in den Abgrund und dann ist finster. So, ist hier irgendjemand? Hm, da ist niemand, ne? Und wir sind hier, wo die Piraten ihr Wegelein haben. So, da war da blab. Hatschen wir noch darüber. Das nur mit das kleine Eckchen hier. Da um die Ecke möchte ich noch schnell schauen, ob hier irgendwas lauert, irgendwas Gefährliches. Und dann sind wir auch schon fertig. Dann können wir direkt... Nö, da ist alles sauber. Dann können wir nämlich gleich direkt das Portal nutzen und uns von hier verschüssen. Wir können auch noch ein bisschen was einkaufen, wenn es uns Brauchbares gibt. Spruchrollenmäßig, wie gesagt, Heile, Sachen und so haben wir eh schon gekauft. Auch viele Tränke, was mir persönlich sehr freut. So. Es ist ja nur noch... Ah, schau, da. Wow. Ne, da ist eine schöne Versammlung. So, Wag, der muss weg. So, der nächste Wag müsste sterben, schneller. Komm her. Passt. Jetzt seid ihr blöden Krieger dran. Du auch noch. Das war's. Schau. Ne? Aber ich sag ja, sowas zahlt sich halt aus. Ich kann's nur noch mal betonen. Jetzt kriegen wir nämlich auch noch da ist Geld. Nichts zu plündern. Ich will gern den Wagen. Da, ja. Danke. So.
den Goblinkrieger hier, perfekt. Auch den da und noch den Wag. Schön. Passt, das können wir gleich speichern, weil wir brav waren. Ja. Und dann gehen wir gleich weiter. Da seht ihr mal, ne, da spawnen gleich direkt ganze Grüppchen von Bösewichten, ne? Also ist das doch alles... War ich da drüben auch drin? Also ist das alles sehr schlau von uns, wenn wir das hier uns anschauen. War ich da drin? Ne. Auf gar keinen Fall war ich da drin. Komm, stirb weg. Du auch? Und du sowieso, bist du da. Komm, stirb weg. Bäm. Voll nicht gemacht. Böse. Böse. Pfui. Ich glaube, ich habe mich vor den Goblin-Kriegern gefürchtet und habe das deshalb nicht gemacht. Pfui. So. Oder ich habe die Höhle einfach übersehen, weil als Alligator-Check uns da mitgenommen hat, hatte ich nicht wirklich Zeit, die Gegend genauer zu mir anzuschauen. So. Da ist noch ein Wolfsfell. Das nehmen wir alles mit. Ist alles Geld für unsere Kasse. Da sind ein paar Schwammerlers noch. Nee, da war ich fix nicht. Oh. Ah, Drachenschnappi und ein Schattenläufer, genau. Nein, ich habe den Schattenläufer übersehen. Nicht schon wieder. Scheiße. Nochmal über 300 Erfahrungspunkte weggeschmissen, ne? Und ein Haufen Gold auch noch. Boah, mein Herz trauert. Mein Herz blutet. Naja, passiert ist passiert. So, dafür haben wir noch einen Schatz von einem Piraten. Her damit. Ah, ich glaube, ich habe etwas sehr gefunden. Schön, einen Silberring und edles Langschwert. Holla, die Waldfee. Zu weit weg, ja? Okay, schau mal. Nein, falsch. Nein, falsch. Jetzt vielleicht? Jawohl. Wow, fast 140 Goldmünzen. Schön. Her damit. Können wir alles brauchen. Das sagen wir nicht nein. Da ist noch so eine hübsche Truhe. Aha. Okay. Okay. Nein. So. Aha. Wieder ein bisschen Gold. So ein Bergkristall oder sowas in der Art. Und Fischeleins. Passt. Sehr schön. Aber ich bin nicht allzu traurig, denn wir bekommen ja recht viel Geld, wenigstens für das Schattenläuferfell. Ja, und die Erfahrungspunkte, wie gesagt, tut's mir leid. Ich bin ja auch noch nie so weit gekommen im Spiel, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also, nach des Rat, ne? Das ist für mich jetzt ja auch ein bisschen neu. So muss ich zu meiner Verteidigung noch sagen. Ja. Muss mal kurz aufs Urlieg lupschen, wie spät haben wir es denn schon? Ja. Der Part hat ganz schön Überlänge, ich weiß, es tut mir wirklich leid. Aber nur noch das Eckchen da unten und dann sind wir auch schon fertig. Nur noch das hier kontrollieren. Ja, ja, schau, Lurker. Ein frisch gespawnter Lurker, komm her. Oh, und weg ist er. Dann noch darunter schauen, weil da unten waren auch noch einige Viecherleins. Gleich mal unsere Waffe gezückt. Und dann sind wir hier fix und fertig. Nicht nur mit den Nerven und körperlich, sondern auch wirklich, was Viecher betrifft. Also, ich denke nicht, dass... Ich hoffe halt nicht, dass wir es übersehen haben. Nein, da knurrt auch nichts. Toll, ein Lurker. Das war's. Gut. Na fein, ich würde sagen... gut. Ich würde sagen... Ich meine, ist eh wurscht. Wir hatschen jetzt schnell zum Canyon. Also ich laufe jetzt schnell insgesamt dorthin, wo wir dann bei den Wassermagiern sein werden. Also mit Porten und allem. Und oder? Wie sollen wir es denn anstellen? Wie sollen wir es denn besser anstellen? Sollen wir uns wiedersehen, wenn wir in der Hafenstadt Korinis sind? Oder, wisst's was? Wir beenden den Part für heute. Ich laufe das Stückchen noch rauf, während ich quatsche. Wir beenden den Part für heute und wir sehen uns wieder, wenn wir beim Pass von Korinis sind, um dann ins Minental aufbrechen zu können. Ich glaube, das ist fast schlauer, glaube ich. Das ist, glaube ich, schlauer. Ja, weil wir sind hier fertig, wir haben alle Gegner hier besiegt, die es gewagt haben zu spawnen. Ja,
und sind jetzt sogar um 2 Stufen stärker und besser als vorher. Also es hat sich für uns was gebracht, auf jeden Fall, keine Frage. Und ja, ich würde sagen, das passt für heute. Und wir sehen uns dann morgen beim Pass von Corinis wieder. Ich glaube, das lassen wir so. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!